Ich beschreibe natürlich alle Dinge, die ich beschreibe, aus korsakowscher Perspektive. Kann eigentlich nicht anders. Zufall kann man eigentlich nicht brauchen. Zufall ist Noise. Außer das, was halt in diesem Noise-Signal ist. Also was da drin steckt als Erkenntnis. Und die ist sozusagen im Zufall, da ist die Verdünnung die größte. Oder die Dichte der Erkenntnis im Zufall ist halt maximal gering. Und das Gegenteil von Zufall, das ist dann die linear-kausale Logik. Also ein Ding führt zum anderen und das führt zum anderen und das führt zum anderen. Also es gibt immer nur einen Weg, würde ich sagen. Also es gibt ein Problem mit der linear-kausalen Logik. Wenn man halt irgendwie eine lineare Darstellungsweise anstrebt, dann kann man leicht Dinge übersehen, die eben so ein bisschen abseits des Weges liegen. Also wenn man linear-kausal an eine Sache herangeht, dann übersieht man Dinge, die so ein bisschen neben dem Weg liegen können. Also nicht nur ein Weg, in den ich mich verliebe, sondern es gibt halt mehrere Wege, wo ich was Schönes sehe. Kann man sich so vorstellen, wie wenn man durch die Schweizer Alpen läuft und da halt gibt es mehrere Wege und sind alle schön. Aber den Weg, den sich jemand ausgedacht hat, der dann die Dinger eingesteckt hat, weil das ist ein guter Weg, der ist super, führt einen vorbei an vielen schönen Aussichtspunkten und das ist jetzt zu gefährlich, also da kann dann auch irgendwie so jemand wie ich da irgendwie entlanglaufen, ohne sich irgendwie alle Beine zu brechen. Aber das ist jetzt nicht notwendigerweise der beste Weg, sondern das ist halt einer. Und wenn jetzt den Zufall walten lassen, ja okay, dann renne ich halt in jede Richtung. Und das ist sozusagen eigentlich das, was man halt nicht haben will, wenn man dann halt auch den maximal, also die maximale Anzahl der nicht so schönen Wege quasi mitnimmt. Zufall ist halt das andere Extrem von linear. Also Zufall will ich eigentlich nicht. Und das ist jetzt sozusagen interessant, weil halt Korsakow oftmals als die Zufallsmaschine verstanden wird. Jetzt hat man halt Filme immer linear gemacht und jetzt kann man, also hat sie halt vorher ausdenken müssen, welche Verbindungen da ist. Und jetzt kann man da Zufall machen und das ist alles super und so. Aber das ist natürlich Quatsch. Zufall will man eigentlich eher vermeiden. Was man möchte, das ist so ein Zwischending und das ist das, was mein Freund Daniel Müller-Jentsch gerichteten Zufall genannt hat. Das ist toll, dieser Begriff, weil die Richtung halt wichtig ist. Also, dass ich schon mal in die richtige Richtung gehe, also auf dem möglichen Weg, aber tatsächlich eben auch ein Stück weit den Zufall walten lasse, weil in dieser Richtung, diese Richtung ist vielversprechend. Genau das ist das, was halt Korsakow versucht. Das heißt, über Keywords kann man halt Zufall gesteuert einsetzen, so kann man sagen. Und man kann dann vorgeben, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wie gesagt, ich kann in Korsakow aber die volle Bandbreite. Ich kann den Zufall so einstellen, dass es halt total komplett random ist und ich kann es halt so einstellen, dass es komplett linear ist. Also dass halt ein Ding zu genau einem führt und genau zu einem und so weiter. Also wie im Film. Also das wären ja die beiden Extreme. Aber der Sweet Spot, der liegt halt irgendwo dazwischen und Zufall will keiner. Zufall ist Neues.